Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Stronger Kingdoms Rise of the Wolf. Wir sind jetzt an Tag 45 und warum nehme ich jetzt so früh auf? Es ist gerade mal 1:30 mittags. Und ja, einer der Gründe ist gerade, um mal zu zeigen, dass hier diese Armee der Invasion hier auf unser Dorf rennt in knapp 3,5 Stunden. Und ja, ihr seht hier eine Ratteninvasion von, sagen wir mal, noch relativ kleiner Größe, relativ weniger Armeen. Im Gegensatz dazu ist neben dran eine viel größere Schlangeninvasion am Laufen schon. Die läuft schon etwas länger und zieht sich durch Irland quer durch und rennt in diese Gebiete hier rein. Hier ist der Überrest der ersten Rateninvasion. Nach dieser hier ist direkt hier unten nochmal eine gestartet. Und ja, hier sind auch noch Überreste von dieser Invasion. So, und wir gucken mal gerade rein. Wir forschen jetzt eben erneut nochmal Lagerkapazität. Momentan können wir ein Lager von 31.200 Ressourcen haben. Müsste für den Anfang eigentlich mehr als ausreichen. Sorry. Und ja, die Waffenkammer seht ihr hier, sind auch relativ ausgeforscht. Und dank unseren guten Plünderungen haben wir für jedes unserer Dörfer den Preis von 175 Piken hier eingeräumt gehabt. Und das ist mega geil. Wir haben ja jetzt im Prinzip unsere Fraktion gewechselt einmal von Haus 4 FBI, Full Blown Insanity, zu Haus 4 Deutsche Generation. Die Fraktion vom Red Ralph ist das hier. Und ja, jetzt sind wir halt eben quasi in der deutschen Fraktion. Das heißt, wir können auch einen deutschen Chat haben im Prinzip mit denen. Und ja, Lehnsherr-Anfragen haben wir auch gerade, sehe ich hier. Lover Duck ist doch der hier down hält. So. Dann gucken wir uns gerade mal Berichte an hier. Der Angriff des Schweins wurde Stückelmotz hier aufgehalten, 854. Aha, okay. Man kriegt gar nicht mehr die komplette Ehre. Normalerweise, wenn eine Schweinsarmee reinkommt, gibt es ja deutlich mehr Ehre. Seht ihr hier, 4400. Unser Dorf 1 wurde angegriffen. Wir schauen uns mal die Schlacht an. Ja, ne? Kleine Ressourcenverluste hier von ein bisschen Obst, aber macht gar nichts. Aber 4.500 Ehre ist deutlich besser als da unten die andere Preis. Hier von 854. Dann greifen wir uns nochmal an. Dorf 2 diesmal. Hier sind wir auch etwas am Ausbauen. Hier sind schon mehrere große Türme jetzt innen. ...2040-Ära, dafür aber Holstein Eisen verloren. Naja. Fraktionsbeziehungsänderung. Das Schwein neutral gesetzt. Was? Schlange als neutral gesetzt? Wolf? Neutral gesetzt. Okay. Was haben sie denn als Feind? Ich glaube, diesen Teil hier muss ich raussteigen, weil ich nicht weiß, ob ich das zeigen darf eigentlich. Es sei denn, man hat hier gar keine Fraktionen stehen, dann passt die Sache wieder. Geplündert, okay. Da ist ein Säckchen. Willst du verarschen? Ich muss doch irgendeinen Scout haben, der da hinrennen kann gerade, oder? Scheiße. Wir haben 43.900 Gold und können momentan mal handeln. Wir verkaufen hier ein bisschen Obst. Ich meine, der Preis ist zwar niedrig, aber was als nichts. Hier hätten wir Metallwaren über, da hätten wir Salz über. Gehst du mal? So. Dorf 3,
Schwerter, naja. Müssen wohl Schwerter sein. Wir nehmen mal hier 10 Schwerter. Und 200 Bier. So. Zwei Flaggen in der Gemeinde. Entschuldigung. Also, wir haben zwei Flaggen in der Gemeinde. Und Alter, guck euch mal das hier an. Wie unnötig viele Äpfelvorräte auf einem Haufen wieder. Ich meine, dafür, dass jetzt gerade hier irgendwie so gar nichts ist, ist hier irgendwie, ja, viel zu viel. Also, nein. Sieht echt ein bisschen bescheuert aus. Da hätten wir ein Säckchen. Ach man, der Kerl rutscht das schon. Drei Minuten sechs brauchen wir bis dahin. Scheiße. Es sei denn... So, ja, nun, nicht Kollege, das ist mal jetzt mein Säckchen. Und ich bin mir zu, sagen wir mal, 80% sicher, dass da auf jeden Fall ein Nahrungsvorrat draus wird. Und ja, Invasion. Diese ist aktiv, da ist aber momentan nichts. Alle anderen hier herum sind inaktiv. Hier läuft gerade der Überrest von der hier weg. Und wie gesagt, der Rest ist inaktiv. Aber das heißt lange nicht. Das kann jetzt noch was passieren. So, zurück bei uns unser Dorf hier. Wir schauen mal gerade rein. Also Dorf 1. Da haben wir gerade die Brauerei Schwein zerschüttet irgendwann mal wieder im Bau. Dorf 2, da können wir jetzt gerade mal Holzhütte reinsetzen. Steinproduktion ist in Ordnung. Lager sind relativ voll. Was sagt die Burg? Irgendwelche Scheinen? Hast du ein bisschen Wasser graben? So, dann ändern wir gerade mal was hier. Wir haben 10.000 Steine, das reicht ja. Aber ich nehme mich mal hier runter. Moment kurz. Muss noch gerade niesen, sorry. Dann bauen wir nämlich hier die großen Türme direkt hin. Und ihr seht, die Schweinsburg, naja, sagen wir mal, sie verwandelt sich ein bisschen. Und allmählich erkennt ihr auch, dass sich hier um diesen Bergfried langsam diese Grundform einer Rabaksburg entwickelt. Und damit haben wir im Prinzip zwei Vorteile. Innen ist alles geschützt, das heißt, gute Verteidigung innen schon mal. Der Wassergraben außen wird ein Feind lange genug abhalten können, bis er drin ist. Es sei denn, für eine Hauptbordarmee mit Schlachthubraum, dann ist er natürlich auch trotzdem fast drin. Aber wir können so immerhin unsere Qual hinauszögern und hier innen die Einheiten aufstellen und uns verteidigen. Berichte erhalten, so. Vorgeplündert, was war's denn? Sag ja. Es war ein Nahrungsvorrat, was noch sonst? Da haben wir Holz liegen. Aha. Ich würde mich gerade irgendwie über so was hier freuen. Was? Na, sieh mal einer an. Hätte ich ja fast übersehen. Auch wenn die Rattenburg so weit weg ist, ich würde sie gerne einfach angreifen aus Prinzip. Sie hat 200 Dörfer und davon sind jetzt ein paar bei uns. Das ist doch mal geil. Unser Schwein hält die Gemeinde mit einem Dorf. Also sind hier alle inaktiv. Was ist los, Leute? Rennt ihr hin? Ach so. Schweinsgemeinden. Interessant. Naja, auf jeden Fall, das soll es mal gewesen sein für den ersten Teil dieser Folge. Und gleich geht's weiter mit Teil 2 auch noch an Tag 45, nur später. Bis gleich. Willkommen zum zweiten Teil der Folge. Tag 45 ist immer noch und die Rattenarmee, die vorhin auf uns lief, ist in unserem Dorf eingeschlagen
Und wir haben momentan, sagen wir mal, fast komplett Irland mit Schlangenarmeen und Rattenarmeen abgedeckt. Wer sich das hier mal genau anschaut, der sieht hier, aus zwei Invasionspunkten läuft alles da hoch. Und wir haben sogar Rattendörfer in unserer Nachbarschaft teilweise. Zum Beispiel jetzt hier, wo war's? Da ist eine Rattenburg aufgetaucht. Also die KI füllt gerade hier die Posten aus, die bei uns hier wieder weggeputzt werden. Und hier oben. Alter, geht der Spack meine Rüstung klauen? Sorry. Ja, wie gesagt, die Ratteninvasion füllt hier Irland aus. Und bevor wir uns die Reichtümer anschauen, gucken wir mal unter Haus 10, wie es denn aussieht. Also, Ratte ist 121 Dörfer plus schätzungsweise 300, die gerade laufen. Die Schlange hat 861 Dörfer anzubieten. Dann hätten wir gefolgt davon das Schwein mit 6793. Und schließlich den Wolf, der 4364 Dörfer aufweisen kann. Berichter hatten vorgeplündert, ja. Wir gucken gerade im Live-Chat. Teil 2, Aufnahme, Start. Und danke für die Angriffsberichte. So, also. Zu den Berichten erst einmal. Wir fangen mal an bei. Hier die Ratte. Hier greifen, fangen wir an bei der Ratte greift an. Das war die Ratteninvasion von 232 Bauern, 5 Bogenschützen. Und gegen unser Hauptdorf lief diese Armee und sie hat, naja, eigentlich gesucht, wie keinen Schaden gemacht. Sehr, sehr viele Bauern und unser Ausfall von zwei Rittern und ein paar Schwertkämpfer von uns. Man muss ja sagen, irgendwie, Ratte ist ja auch bekannt als schwächster Gegner, aber da hätte man ruhig so ein bisschen mehr Pep reinbringen können. Ich meine, als Anfangs-KI ist in Ordnung, aber naja, bei einer Invasion vielleicht je nach Rang aufsteigend ein paar mehr Truppen. 2000 Ehre für das bisschen da. Danach greift das Schwein uns an auf Dorf Nummer 3. Fail. Naja. 15 Ressourcen verloren, ein bisschen Gasthaus. 820 Ehre, naja. Dann haben wir jetzt drei neue Schweinsberichte erhalten vom werten Herr Steirabur. Hoffentlich ist das richtig ausgesprochen, weiß ich gerade nicht. Steirabur muss aber richtig sein. Der greift die Schweinsburgen an und räumt Ehre ab. Wir gucken mal, wie das aussieht. Das ist die erste von drei Armeen. Relativ wenig Piken, viele Bogenschützen zum Ablenken. Bogenschützen sind ja bekannterweise immer das Hauptziel. An sich muss man ja sagen, es ist ein guter Angriff. Nur ich würde vielleicht sogar anstatt mit Piken den Wassergraben mit Schwerkämpfern machen. Ich meine, den großen Unterschied macht das jetzt nicht wirklich mit dieser Bogenmenge. Und ja, mit Schwertkämpfern ist man schneller. Die Profis unter euch, die nehmen eh einen Hauptmann mit Schlachtruf und rennen da geradeaus durch. Gleich müsste er irgendwann da sein. Es kann sich nur um Stunden handeln. Thank you.
52.650 Ehre für diesen Angriff. Das hätten wir echt mal selbst machen sollen. Danach nochmal das Schwein. Hat noch ein paar Teile rein. Ja, ja, die neuen Schweinsburgen sind nicht so ohne, aber gehen auch. Nur mit Hauptmänner wäre es noch leichter mit ihren Fähigkeiten. Und das habe ich gerade bei deinem ersten Bericht auch gesagt. So, dann gucken wir uns den zweiten Bericht mal an. Die Schweinsburg ist echt super. Ich stopp mal gerade. Also, diese Burg haben wir auch erkundschaftet. Halt eben, hier innen sind Dreiertürme. Dann hätten wir hier ein paar Fünfer. Und viel zu viel Wassergraben. Und der Eingang ist echt mies gesetzt, muss man ja sagen. So sieht der Angriff aus. Also man sieht echt, man braucht ziemlich lange. Da immer nur ein bis zwei Einheiten durch diesen Gang durchkommen und wenn sie stehen bleiben, buddeln die einfach den Wassergraben weg. Kann sowas echt dauern und einen gute Armee kosten auch. Drum ist hier die Empfehlung, einen Hauptmann schicken, nicht gerade schlecht. Also, sage mal, wir gehen hier über links die Ecke rein. Mittig oben links. Sagen wir mal, wir gehen hier rein, wo die Bogenstufigen hier gerade stehen. Dann nehmen wir von hier 5 Hauptmänner mit Schlachtruf oder 2 oder 3 reicht schon. Bis dahin kämen die ersten beiden, ja, sagen wir mal, bis hierhin kommen die locker. Und dann muss man halt eben die Bogenschützen, die dahinter kommen, direkt nachhelfen und alles wegschießen. Da kommt man auch wirklich da rein. Ich meine, man könnte auch, glaube ich, ja, hier rein, aber es wird keinen großen Unterschied machen, wirklich. So, 55.650 Ehre. Hat ganz schön lange gedauert und hat die halbe Armee gekostet. Im Prinzip die Hälfte der... Mit 200 Bogenschützen sind weg. Ja, 32 Piken sind weg. Und ja, 50 Katapulte. Das ist kein tragischer Verlust. Dann der dritte Angriff. 108.900 Ehre. Und die Burg, naja, ich will sie mal... guckt euch einfach an, bevor ich was Falsches sage. Alter, diese Burg ist einfach, naja, ein Albtraum. Ihr wisst, wir sind da dran gescheitert an so einer kleineren Version, wo die Schwächen von nicht da waren. Aber die hier, die toppt doch mal alles. Das hier wäre die Aufstellung dafür. Und einfach mal anschauen. Und man sieht hier, die Katas müssten hier vorne die ein paar bisschen Schaden machen. Und die Piken müssen halt eben das machen, was die Katas übrig lassen. Und zwar diese vier hier drin. Ich meine, die Katas kommen hier überall dran, wie es aussieht. Aber hier hinten diese vier, die sind noch hartnäckig. Es sei denn, es kriegt einen Stein gegen den Kopf. ...108.900 Ehre, das ist geil. Also hätte ich auch gerne. Wir gucken mal gerade, steirer Bu, aber das, wie welchen Rang bist du überhaupt? Du bist momentan Ritter wie ich. Er hat eine 500 Mann Armee.
Ich stelle mir vor, das nächste Mal jetzt nach diesen kleinen Kapazitäten hier von 200 Waffen müssten wir mal anfangen, jetzt die Armee wieder auszuforschen, ein Stück. Dann hätten wir 500 Leute und dann machen wir am besten die Pikiniere und anschließend noch Katapulte ausgeforscht. Dann hätten wir nämlich die beiden in der Kombination als starke Angriffsarmee. So, wie sieht's hier aus? Also, hier ist alles ruhig nochmal. Da ist ein Hauptmann am Laufen, da ist ein Section, nehme ich mich schon mal mit. Haben die irgendwas geholt? Ein Sport geplündert. 250 vor 4 Minuten haben die. 150 Rüstungen, jawohl. Auch 150 und der dritte 25. Also alles gut gelaufen, würde ich sagen. Warte mal, wer hat die 25? Wer hat die 25 geklaut? 02, 02, achso, 175 in Dorf 2 und 150 in Dorf 3. Ach, das ist ja geil. Das geht doch genau auf, finde ich echt gut. So, Deck holen wir uns auch noch. So. Ach so, die sind schon aufgedeckt, schade. Dann machen wir einen kleinen Cut und gleich geht's weiter. 5, 4, 3, 2, 1. Ich wollte eigentlich keinen vier Teile dieser Folge machen, aber ihr seht hier gerade, es ist Tag 45 noch. 22.10 Uhr deutsche Zeit und ihr seht momentan, die Weltkarte wird von Invasionen geflutet. Ihr seht eine fette Ratteninvasion, beziehungsweise zwei hier, die Irland angreifen, eine dritte, die von oben nach unten rennt. Die rennt auch nach Highlands und Schottland, so wie hier oben die Ratteninvasion nach Schottland und Highlands rennt. Dann ist eine Schlangeninvasion auf dem Weg zu Western Isles hier oben, die greift aus Elf an und hier ist die Schlange unterwegs nach North Yorkshire, sowie der Schwein hier unten nach Leicestershire, Northamptonshire und Warwickshire und auch hier unten Lincolnshire wird angegriffen vom Schwein und die Schlange hier unten greift auch nochmal Essex, Suffolk, Cambridgeshire und hier Bedfordshire, diese fünf Gegenden hier an. Also es ist momentan sehr viel los hier auf der Weltkarte und das heißt, für alle diejenigen, die zuschauen von euch wieder, wenn ihr Armeen abbekommt, sagen wir jetzt eine Schlangeninvasion, sei es drum, oder ein Hauptmann, irgendwie sowas davon, schickt mir einen Bericht und wir zeigen den hier und wir schauen uns das Ganze mal an. Nachrichtenverteiler. Endlich geschafft, Schwein ist Schwein frei, ist meine Gemeinde hier. Sechs Burgen weggehauen. Schönes Wochenende euch allen. Naja, ob das so lange hält, mein Freund, das kann ich dir nicht sagen, aber naja. Was? Was? Nee. Doch verloren. Was? Was? Altes Kackschwein. Alter, was ist denn das jetzt? Leck mich doch. Alter, wir haben Dorf 3 gerade verloren in unserer Abwesenheit. Scheiße. Mann. Okay, wir forschen 500 Mann mal eben aus. Das ist doch jetzt echt doof, das doch. Wir haben doch gut Gott in der Gemeindearmee, oder nicht? Wir können jetzt 200 Mann Bogenschützen raushauen, was auch ganz geil ist. Aber das Dorf holen wir uns in jedem Fall zurück. Koste es, was es wolle. Das Dorf bleibt in unserer Gemeinde hier drin. Bericht erhalten. So, kurzer Moment gerade mal. Burg ansehen. Ach, fuck, ausgerechnet die Burg ist das jetzt hier. Willst du mich verarschen, ey? Das ist doch jetzt nicht wahr. Scheiße. Die Burg holen wir uns. Mit bisschen Vorarbeit.
Zunächst einmal Verstärkung, ziehen wir uns aus dem Dorf zurück. Wir gucken uns mal den Bericht gerade an, das Schwein greift an, wie sah es denn aus? Es kam wieder über die Ecke rein. Hauptmann mit Schlachtruf rückt natürlich volle Kanne durch. Shit! Das ist einfach. Mann! Da könnte ich mich jetzt gerade echt aufregen. Wir hatten das Dorf vollgepumpt mit Bögen und mit Piken zum Lager hin. Da ist man mal 2 Stunden nicht online und schon ist ein Dorf weg. Das gibt's einfach nicht. In jedem Fall gibt es da Rache, meine Freunde. Da gibt Rache, das schwöre ich euch. Wir hatten ein Rattendorf hier drin? Ernsthaft? Really? Bericht erhalten. So. Und wenn die Folge 50 Minuten lang wird, das ist mir egal, ich hole mir das Dorf da wieder, in jedem Fall. Die Gemeinarmee bringt wahrscheinlich jetzt nicht so viel mit den 200 Bögen, auch wenn es eigentlich eine gute Grundarmee ist. Aber wir probieren das da aus, wir holen uns dieses Dorf verdammt nochmal wieder. Die Armee geht eigentlich voll nach hinten los, so kann ich jetzt schon sagen. So, und währenddessen. Wir müssen Dorf 1 auch hoch. Wir müssen Dorf 2 auch hochziehen. Wir haben 50 Katapulte, das ist ein Anfang. 2000 Gold für den Hauptmann haben wir auch noch, da stehen das ist kein Ding. Wir lösen mal kurz die alle auf. Die lösen wir auch mal alle auf, genauso wie euch. Und euch. Und euch auch noch. 43 Piken, 150 Bogies, 49 Cutters, 3 Schwertkämpfer. Ist ein Anfang, wir brauchen aber ein bisschen mehr. Ich kann bloß hoffen, dass das Ding da erfolgreich ist. Was rennen die denn nach den Kernen zurück? Dieses Schweinsdorf, das wird unser Dorf wieder sein. Das ist ganz egal, wie viel das jetzt kostet an Gold von der Gemeinde. Da scheiße ich jetzt ehrlich gesagt drauf. Ich will mein Dorf wieder haben. Aber nur mal vom Grundprinzip her: Die Burg war. Wäre, sagen wir mal, hätte standgehalten, wären da Armeen ein bisschen mehr drauf gewesen. Das heißt. Auch für uns, Lektion, die Burg einnehmen ist gut, als Grundverteidigung auch ganz gut, aber man muss sie schnell umbauen. Am besten zu sowas hier. Ach man, was schreiben die ganzen Teile vor? Ich denke mal, da irgendeiner schreibt da jetzt rein. Warte mal, als gelesen markieren. So, ja, invasionstechnisch hier Weltuntergangsstimmung. Wir scrollen mal genauer rein. Also ist mehr als eindeutig das da. Das ist auch halbwegs eindeutig, würde ich sagen. Das hier ist wieder eindeutig, wo es hingeht. Hier natürlich auch direkt klar, wo es hinläuft und wie viele. Das Schwein hier. Jetzt haben wir im Prinzip die Möglichkeit, ein neues Dorf zu holen. Allerdings, ich hätte gerne mein Dorf 3 erst wieder und danach holen wir uns ein neues. Jetzt kriegen wir hier ein Ebenendorf. Hier nebendran haben wir. Nein, das ist nicht. Ein Salzdorf. Also die war zwischen dem hier, wo die Burg so aussieht. Und zwischen dem hier, wo die Burg so aussieht. Und wir nehmen uns das Dorf hier zurück. Ein Ebenendorf in der Gemeinde haben wir halt eben eine Nahrungsstätte. Gut, gute Produktion hätten wir dann.
Dann müssen wir jetzt zwei Tage warten, bis wir das Dorf umwandeln können. Und darauf will ich auch wieder hinaus. Die Armee ist gefressen, das war ziemlich klar. Immerhin, wenn die Armee jetzt da reinrennt, wir haben diese Mörderlöcher schon mal ausgeschaltet, ein Stück. Und hier arbeiten die Bogenschützen uns eine kleine, sagen wir mal, Schneise in die Burg rein vor. Was uns ein bisschen Arbeit ersparen würde. Aber wir brauchen in jedem Fall noch eine Armee. Immerhin, diese vorgearbeitete Schneise gibt uns für die nächsten Armeen eine kleine Hilfe schon mal. Mal gucken, die kommen ja noch relativ weit, würde ich sagen. Und dank denen muss man ja auch sagen, ihr seht ja, die ganze Ecke fühlt sich so wieder aus. Das Schwein hat den Wasserkram für uns wieder da rein. Die Burg lassen wir stehen, wenn wir sie einnehmen. Wobei, wir müssen eigentlich die Burg da hinbauen dann. Nanu, wo kommt denn dieser Endscreen hierher? Ganz einfach, der kommt deswegen, weil diese Folge eine dermaßen Überlänge hat, weswegen ich die Folge hier kurz cutten werde. Und das ist gerade Folge 37.1 gewesen. Bereits morgen geht es weiter mit Folge 37.2, also unbedingt dranbleiben. Das ist echt mal eine Folge mit Überlänge, wo es sich lohnt, dran zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Weiter geht's morgen.